So, meine Lieben, hier ist eure Ella. Ich habe heute meinen ersten Ausflug nach dem wunderbaren Seetag. Der war nötig nach der langen Anreise, um mich erstmal zu erholen. Hier ist die Bushaltestelle und wir sind im Zentrum von Funchal. So, und was ihr hier seht, ja, das sind die Seilbahnen, die dann da oben hochfahren, den Berg. Und dann kann man mit den Korbschlitten, wie ihr im Fernsehen schon öfters gesehen habt, wieder runterfahren. Das ist natürlich ein Gaudi. Es ist und über mir schon wieder die nächste Seilbahn. Ich denke, wir fahren mir den Kopf ab hier. So, ihr seht hier eine lange Schlange stehen. Und das sind alles die Leute, die mit der Seilbahn die Berge rauffahren wollen, um mit dem Korb Sesseln wieder runter zu sausen. Eine Attraktion, die Funchal hier zu bieten hat. Die wunderschöne Promenade direkt am Hafen. So, das ist wie gesagt der Hafen von Funchal. Und im Hintergrund seht ihr die AIDA Nova. Das neueste, das größte, das umweltfreundlichste Schiff, das die AIDA-Flotte zurzeit zum Laufen bringt. Und wir sind die ersten Gäste, die die erste richtige Reise damit machen. Das ist ja schon mal ein Highlight, ein Erlebnis, unvergesslich. Wir sind jetzt in einer der Gassen von Funchal. Hier gibt es viele kleine Shops und Lädchen. Ihr seht es hier, typisch fürs Ausland, Tische und Stühle vor den Restaurants. So, und hier ist ein Shop extra für die Schiffsleute, die Passagiere von der AIDA. Da gehe ich jetzt mal rein. Die Preise, wie ihr seht, sehr angenehm. Also, schuhlos werdet ihr hier nicht, garantiert nicht. Und preisliche Seen findet ihr hier immer was. Ich befinde mich jetzt in der Markthalle von Funchal. Ihr seht auf den Tischen überall Fisch, geräuchert, roh, ausgenommen, wie auch immer. Danach riecht es aber auch, ja? Wer es nicht vertragen kann, sollte hier nicht reingehen. So, und ich schwenke gleich um, dann gehen wir wieder in die Shoppingmeile. Seht ihr, ein Stück weiter ist schon die Shoppingmeile. Obst, Gemüsestände in einem Innenhof von Funchal. Hier die ganzen Läden, die ganzen Boutiquen. Also es lässt sich hier schon aushalten, es macht auch Spaß. Auch eine Blumenhalle gibt es hier. Ich gehe mal kurz durch und schaue mich das mal an. Was für eine herrliche Blütenpracht das hier alles ist. Schaut mal. Ist das nicht eine Augenweide? Eine Augenweide. Bei dem Anblick geht einem doch das Herz auf. Obststände vom Feinsten. Da ist das Auge gleich mit. Na, war es doch für jeden was dabei. Wow, sind das nicht fette Kirschen? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Wow. Ihr hört es, für Unterhaltung ist natürlich auch gesorgt. Eine wunderhübsche Dame dort an ihrem Piano oder Harfe, ich glaube eine Harfe ist das, egal, sie sorgt für schöne Musik, für gute Stimmung. Ja, ihr staunt, ihr seht richtig, sogar Fanartikel findet man hier für Fußballer Cristiano Ronaldo. Nur 10 Euro, ist doch ein Schnäppchen. Ich bin jetzt in der zweiten Etage, immer noch in der Markthalle, hier ist der allgemeine Treffpunkt von Funchal. Ein Blick von oben in den Innenhof. Da wieder unsere schöne Spielerin, die für gute Unterhaltung sorgt. Ja, die Sonne blendet mächtig. Wir haben 20 Grad hier heute. Heute Nachmittag geht es natürlich auf dem Schiff in den Pool, ganz klar. So, wer jetzt einen Durst verspürt, auch ein kühles Bier, gibt es auch hier. Reimt sich sogar, ne? Hier eine Dachterrasse. Ganz toll, die Sonne scheint. Das lässt sich hier aushalten bei einem kühlen Bier. Meine Lieben, jetzt geht's weiter. Wir befinden uns jetzt in der Donna Maria Gasse. Eng, schmal, aber schön. Und das ist die Donna Maria.
So und viele andere Motive gibt es. Schon eingedeckt für die lieben Gäste, die danach kommen werden. So, ein Restaurant nach dem anderen reiht sich hier ein. So geht das die ganze Straße lang. So. Ich habe natürlich schon Fotos gemacht und Videos. Hier bin ich jetzt fast am Ende angelangt. Vendavella, das kleine Lokalchen. Sie seht selber, jedes Fenster, jede Tür anders bemalt. Und hier nebenan ist schon wieder ein neues Restaurant, das Ujango. Okay, afrikanisch gestaltet, von den Fotos her gesehen. Ja, eine der engen Straßen und Gassen. Das ist der Chef vom Restaurant Tapasol. Tapasol, ja. Ein schönes Panorama. Ja, genau. Schöner Panorama. Ja, schöner Panorama. Und das ist der Chef. Ja, very good. Das ist der Chef. Kommen wieder. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ich glaube, ich höre die Mozart-Klänge. Hier ist ein Mozart-Restaurant. Man wird von der Fülle der Restaurants erschlagen. Ja, sie sind manchmal schon wie die Geier und ziehen einen in das Lokal hinein. Ja, ihr Lieben, mein Ausflug in Funchal ist jetzt beendet und ich mache mich jetzt los mit dem Bus, mit unserem Charterbus. Das ist er jetzt nicht. Unser Charterbus ist da drüben und dann geht es wieder auf die AIDA Nova. Wir sind auf der Rückfahrt zum Schiff auf der AIDA Nova und jetzt nochmal einen Rundblick auf die Strecke, die vom Hafen zur Innenstadt führt. Dort liegt die AIDA Nova, die werdet ihr gleich im Hintergrund sehen. Da, schaut, da ist sie. Außer der AIDA Nova liegen da natürlich auch noch andere Schiffe in den Hafen, wie ihr sehen werdet. Und dann sind wir auch schon da und dann geht's ab an den Pier. Ja, was sehen wir da? Die Na. AIDA Nova. Ja. Oh. Das Traumschiff. Oh. Und da oben? Voller Größe. Na. 18 Etagen. 6000 Menschen an Bord. Davon 1000 und ein paar zerquetschte Personal. Nee, ne? Die kommen noch dazu. Ach, die kommen noch dazu. Also 6000 Passagiere an Bord. So, ihr Lieben, wie ihr seht, ich bin jetzt im Hafen von Funchal wieder zurück. Im Hintergrund ist das hier AIDA Nova, ja, mit dem großen Kussmund. So, und dann seht ihr hier nochmal Funchal. Und damit ist der Ausflug beendet.